So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klanglabor Online. Teil 4 oder 5 oder 6, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt die App heute Loopify. Die heißt auch morgen noch Loopify, aber es geht heute um diese App, die Loopify heißt. Zu finden im App Store, kostenlos runterzuladen. So sieht das Ganze aus, wenn man die App dann geöffnet hat. Man sieht hier diese vier runden Kreise. Kreise sind meistens rund. In dem Fall ist aber sogar nochmal ein Kreis in dem Kreis und da ist ein kleines Mikrofon drauf. Ich tippe einfach mal drauf und frage mich, was denn da passiert. Irgendwas passiert. Ich tippe lieber nochmal drauf, weil ich ein bisschen Angst habe, dass zu viel passiert. Und frage mich, was denn da passiert. Irgendwas hat passiert. Jetzt meine Stimme aufgenommen. Drauf, weil ich ein bisschen Angst habe, dass zu viel ich passiert. Lösche das mal wieder auf diesem roten Mülleimer hier. So, jetzt ist es wieder weg. Hier oben, man hat es gemerkt, ist ein Play-Button. Und ein Stopp-Button. Selbsterklärend muss ich nicht viel dazu sagen. Man sieht hier unten links ein kleines Metronom. In der Mitte sieht man eine Zahl, 36 BPM steht da und ganz rechts steht 4 Beats. Ich ziehe das Ganze hier mal hoch, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ich möchte jetzt erstmal, ich möchte nachher dieses Metronom benutzen, wenn ich da was aufnehme mit diesen Kreisen. Und deswegen werde ich da schon mal eine Geschwindigkeit vorher festlegen. Ich gehe hier mal auf klassische 90 Oldschool Hip-Hop BPM und werde gleich versuchen, da einen kleinen Beat zu machen. 4 Beats, das ist quasi die Länge, die aufgenommen wird. Ist mir ein ganz kleines bisschen zu kurz, deswegen gehe ich hier mal auf 8. Ansonsten würde ich sagen, passt alles und wir können das Ding wieder runterziehen. Um das Metronom auch zu aktivieren, muss man hier nochmal drauf tippen, dass es nachher auch läuft, wenn ich die Aufnahme starte. Was gibt es noch zu sagen für die Grundlagen? Oben rechts, dieses rote Symbol ist auch ganz klassisch überall anerkannt als Record-Symbol. Wenn ich nachher dann meinen Song, wenn ich zufrieden bin mit den ganzen Loops, die ich hier eingespielt habe und dann den Song ein bisschen recorden will, dann muss ich da drauf tippen. Ich zeige einmal noch kurz, was passiert hier oben links auf den drei Strichen. Nicht allzu viel, da hat man einen Ordner mit Sessions, einen Ordner mit Songs, Calibration, wenn man sein Mikrofon kalibrieren muss und Upgrade, wenn man zu viel Geld übrig hat und man wirklich was investieren möchte in Loopify, dann kann man das da über Upgrade machen. Genau, und hier auf diesem Ordner mit dem Plus kann man eine neue Session anfangen. Mache ich jetzt aber nicht, weil sonst wären meine BPMs wieder weg und dann muss ich es neu einstellen und da habe ich keinen Bock drauf. Ich fange jetzt einfach mal an. Und werde hier links auf oben links auf meinem ersten Kreis mal eine Kick einfach aufnehmen und versuchen dabei den Takt zu treffen von dem Metronom. Genau. Ich lasse es erstmal einmal durchlaufen und fange dann an. Das hat jetzt so nicht funktioniert. Fang dann an. Dann lösche ich es nochmal. Dann lasse ich es einmal durchlaufen, klicke dann auf Record kurz bevor dieses Ding oben ist. Okay, das ist meine Kick. Jetzt mache ich eine Snare dazu. Jetzt mache ich eine Hi-Hat dazu. Lassen aber erst noch einmal rum, dass ich den Einstieg nicht verpasse. Ah, jetzt habe ich es verpasst. Ha, egal. Die Hi-Hat ist jetzt nicht so richtig on point, aber ich habe ja hier diesen Pfeil und kann da verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel hier oben rechts, jetzt kann ich es verschieben. Ein bisschen weiter nach links, komm. Ja. Naja, passt nicht hundertprozentig, aber ich will euch auch nur zeigen, wie es funktioniert. Man könnte jetzt hier auch sagen, die Hi-Hat ist zu laut, die mache ich ein bisschen leiser. Oder die ist zu leise und ich mache sie ein bisschen lauter. Dann kann man hier noch nach links oder rechts pennen. Ich lasse es aber einfach mal in der Mitte. Und gehe hier wieder raus aus dem Menü. Und nehme hier unten rechts vielleicht mal noch
irgendein Instrument oder so dazu auf. Was mir halt gerade einfällt. Ja, so hört sich das Ganze an. Leider hat man nur 4 von diesen Kreisen. Ich mach mal kurz auf Stopp, dass man mich auch hört. Man könnte ja jetzt unendlich viele Sachen noch reinmachen. Man hat aber leider nur 4 Loops, die man einsprechen kann. Um mehr haben zu wollen, müsste man sich wahrscheinlich dieses besagte Upgrade besorgen, falls man zu viel Geld hat. Ich bin jetzt aber zufrieden mit dem ganzen Stuff und denke, ich drücke einfach mal auf Record. Hier oben rechts. So, jetzt nimmt er auf. Und erst ab dem Moment, wo ich hier auf Play drücke, nimmt er dann auch für den Song auf. So. Wird direkt konvertiert. Jetzt können wir es uns nochmal anhören. Die ersten paar Sekunden wird nichts passieren, weil ich habe ja erst später auf Play gedrückt. Aber jetzt müsste es gleich losgehen. Ich bin sehr gespannt. Oh. Krasser Beat. Könnte auch von Dr. Dre sein oder so. Ja, das waren so ziemlich alle Basics von Loopify. Ich finde es eigentlich echt eine coole App. Da kann man ganz witzige Sachen machen. Man muss ja nicht unbedingt einen Hip-Hop-Beat oder so draus bauen. Man kann das dann natürlich auch speichern und hat es dann nachher in seinen Sessions hier drin. Oder im Ordner Songs. Genau, da habe ich jetzt schon 2. Einen vom letzten Mal. So, jetzt kann man auch noch hier unten rechts, da steht Channel FX, da kann man ein paar Effekte ausprobieren. Ich ziehe das mal direkt hoch. Guck, was es alles gibt. Flanger, Gate, Reverb. Die mit der Krone kosten natürlich alle Geld. Es ist hier ein Loop in Loopify. Verrückt. Ich lasse es mal abspielen. Dann gucken wir mal, was es anhört. Was ist da jetzt drauf? Krasser Scheiß. Okay, kann man hier die Stärke einstellen. Die Größe vom Raum. Ganz kleiner Raum, ganz großer Raum, mittelgroßer Raum. Ja, kann man sich einfach ein bisschen ausprobieren hier mit den verschiedenen Effekten. Das ist hier. Okay, krass. Heftig. Ja, hört sich aber gar nicht mal so geil an. Ich wollte es euch einfach nur kurz zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, da auch Effekte drauf anzuwenden. Ja, aber ich denke, das wären jetzt grob alle Grundlagen gewesen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim selber ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.